Gut, wir haben den 5. Januar. 5. Januar ist mal Langnau-Match und wir haben hier ein altes, erfahrenes Gesicht Langnau. Nämlich unseren Chrigel. Und das wird als erstes, was würdest du sagen, den Fans von Langnau? Also ich würde sagen, dass wir müssen auch einen guten Punkt holen. Ja, das ist ein gutes Neues wünschen. Gutes Neues wünschen, ja. Ich wünsche allen Fans das gutes Neues. Ja. Und das für Chris Cumulus auf Englisch, dass du ein Happy... Aber die Happy to you, wie ich es euch genossen habe, wie ich es zusammen sehe, kein Lüses. I'm you, nein, das ist neu, neues, kein Lüses. Das ist mir jetzt alles gesagt auf Englisch, das ist ein bisschen lang gewesen. Ein gutes Neues in dem Fall. Gutes Neues, ja. Aber sonst hast du etwas erwähnt, oder nicht? Ja, etwas erwähnt, dass noch die Punkte fehlen aus und ich rief auf Englisch. Ein Punkt fehlen schon? Ja, dann meinst du, gewöhnen dich heute gar nicht, wenn die Punkte schon fehlen heute oben. Heute Abend müssen wir gewinnen. Ja. Heute oben muss... Müssen wir eines Mal gewinnen. 4 Punkte her. 4 Punkte Minimum. Minimum. Also besser Minimum. Noch 5. Ja. Aber was sagst du jetzt? Fribourg ist ja gefährlich, oder nicht? Fribourg ist ja sehr gefährlich heute. Ja. Wir müssen die unteren vor ihnen sein. Am Schluss, oder? Ja. Caro. Caro. Hast du auch, Caro? Jetzt sag mal, letztes Mal im Spiel, wo warst du hier? Darfst du sagen, komm. Jetzt vorher hast du geschaut, wie ein Wald voll Affen über den und jetzt, sobald live on stage bist, geht es nicht mehr. Also gehen wir zurück zu dir. Heute müssen sie gewinnen. Ja, heute müssen sie gewinnen. Wie viel denn? Wenn wir, sag jetzt mal, 3, 4, 5, 6, 5 oder so. 5-1? Ja. Haben wir auch mal gewonnen gehabt. Ja. Aber du hast nicht Angst vor den Gegnern heute? Nein. Wir sind jetzt viel getrunken im Neujahr. Ja. Die mögen nicht. Die mögen schon. Aber die Ausländer vom Gegner, wer spielt dort alles? Also Kanalot, die beiden Brüder, also wenn ich denke, die beiden Brüder werden das spielen heute. Die spielen beide im Gegner heute, ja. Da kommt es nicht gut. Ich habe 7 Ausländer und wir haben in diesem Fall immer noch 3, wenn die zu uns wegnehmen. Du hast schon gesagt, die Ausländer hätten wir, aber beide Brüder spielen jetzt im Gegner. Wenn du so meinst, sind wir genug Ausländer. Nein, genug. Also wenn es einen braucht, dann braucht es noch einen. Also, ich hätte da schon noch einen. Ja, aber den kannst du nicht brauchen. Gut, dann wieder zurück zu dir. Also, heute spielen wir ja gegen wen? Gegen Zug. Ah, doch. EVZ Zug. Ja. Wer ist denn der Keyplayer von denen? Der Vitali Lachmatov, nehme ich an. Oder? Nein, das ist gut. Das ist der Petro. Der Petro. Ist das nicht der Pietro, aber so ein B mit P. Petro, sag ihm noch etwas, dass er heute schlecht spielt auf Englisch. So. No, wenn ich das noch eigene, so wie ich mich für Stewie, oh, ich gehe jetzt zu Hause, was das dann eigentlich geworden ist, da habe ich gewonnen, wo ich kein Tempo habe. Ich gehe jetzt zu Hause. Also du hast gesagt, so wie ich es verstanden habe, er soll die Schnorre fallen und dann Goal schießen. Ja. Aber der Petrov, das ist ein Russisch, kannst du nichts her? Nein, das weiß ich nicht. Gut, aber der hat glaube ich auch ein bisschen Englisch, so wie ich gehört habe. Nein. Dann kannst du auch noch etwas sagen, Petrov schnell. Also Petrov muss man sagen, er ist ein sehr guter Kämpfer. Und durch einen guten Kämpfer, der einen guten Goal schießt, dann ist einer von einem, der ein bisschen enger bei der Supermannschaft steht. Also ja, halt, wir wollen nicht, dass der Goal schießt, sonst verlieren wir noch. Wenn der Petrov etwas schlecht sagt auf Englisch? Ah, weil ich irgendwas sagen muss. Aber so weiter, dass ich durch. Also, jetzt rufen wir an Caro. Caro, ein Neujahrsgruß von dir. Warte, ich geh schnell zu ihm. Ein gutes Neues hast du noch sagen. Den anderen. Nicht? Also, du wünschst uns kein gutes Neues. Oh, sag so. Chrigel, sag ich mir, das hat er vorhin gesagt. Das auch noch ein gutes Neues. Das ist auch noch ein gutes Neues. Und weniger Fluch im neuen Jahr als Vorsatz. Ja. Genau. Ja. Gutes Neues, Caro. Gutes Neues, Chrigel. Und noch das letzte Wort für alle Fans heute im Spiel. Heute muss es schön sein und fröhlich sein und die ganze Mannschaft... Nein, lass mal zusammen. Komm, lass uns fröhlich sein, wir klatschen zusammen und alle sind... Die Hände zum Himmel. Gut, also, denken wir, hey, 4 Minuten 35. Caro hat ein gutes Neues gewünscht, der Chrigel wünscht ein gutes Neues, das wünsche ich natürlich allen auch. Vielleicht machen wir die Pause noch eine Analyse mit dir. Gut.